Der erste Test, wir sind ja seit einer Woche erst in der Vorbereitung, hatten bisher jeden Tag Training, also war auch sehr intensiv. Von daher, ich kann jetzt auch ehrlich gesagt nur die erste Halbzeit richtig bewerten, weil ich da gespielt habe. Von der zweiten habe ich nicht so viel gesehen, weil ich ja später raus bin und dann 20, 30 Minuten. Aber zur ersten Halbzeit kann ich sagen, dass wir da sehr gut ein Spiel gefunden haben. Haben offensiv sehr gut umgeschaltet nach Ballgewinn. Das war, was unsere Vorgabe auch war vom Trainer. Und das Letzte, was man eigentlich uns vorwerfen kann, dass wir jetzt der letzte Ball nicht angekommen ist. Die Pässe von der rechten oder linken Seite oder die Abschlüsse dann nicht so präzise waren, sodass wir da eigentlich ein, zwei Tore hätten mehr machen können, meiner Meinung nach. Von daher, erste Halbzeit war sehr gut. Trainer war auch zufrieden, wie er in der Halbzeit uns gesagt hat. Zweite Halbzeit, wie gesagt, kann ich leider nicht viel zu sagen. Aber das Ergebnis war für uns jetzt auch zweitrangig in der Vorbereitung. Für uns ist erstmal wichtig, unser Spielsystem wieder umzusetzen. Da hat man heute schon wieder gute Ansätze gesehen. Wir hatten Probleme, ins Spiel zu kommen, weil die Spielweise vom FSC Lofelden war nicht einfach für unsere Jungs, weil die spielten sehr hoch und haben uns sehr früh attackiert. Und es war eine Spielweise, wo unsere Jungs Probleme hatten. Ich meine, auch im zentralen Bereich waren wir da nicht so ganz gut besetzt. Da haben wir doch eine Menge Fehler gemacht und haben uns ja locken lassen. Und ja, dadurch hat sich entwickelt, dass Lofelden da auch wirklich, ich denke, in der ersten Halbzeit vorn war. Wir hatten nur eine Chance, wir haben sie aber zum Tor gemacht. Somit stand es 1-1. Und in der zweiten Halbzeit war es dann, lief sehr gut in unserer Richtung. Wir waren zentral besser besetzt. Wir haben auch aus der Defensive, aus den beiden Innenverteidigern heraus, denke ich, gut gespielt und die beiden Sechser waren gut da. Wir haben da eine Überlegenheit bekommen und haben gerade, je länger das Spiel dauerte, nach hinten raus doch eine Reihe sehr, sehr guter Chancen rausgespielt. Und das war eigentlich für uns sehr positiv. Ja, und für uns war es genauso. Das war eine sehr intensive Woche. Wir haben auch jeden Tag Spiel oder Training gehabt in dieser Woche und ich glaube, wir sind einige auch nur froh, dass wir mal einen Tag Pause haben und dass jetzt erst wieder nächste Woche weitergeht. Was ich auch gerne sagen möchte, wir hätten gerne euren Kunstrasenplatz. Der ist wirklich perfekt. Wenn wir so einen Platz hätten, dann sag ich, da brauchen wir das ganze Jahr gar keinen Rasenplatz. Also überragend wirklich, weil wir sind da wirklich, wir haben einen Platz, der ist jetzt circa 20 Jahre. Das war die erste Generation von Kunstrasenplätzen. Und wir haben alle regelmäßig Rückenprobleme nach ersten 1-2 Wochen in der Vorbereitung. Und das ist wirklich heftig bei uns. Also da gibt es anzusetzen bei uns und da beneiden wir euch drum. Also die freien Plätze, die wir noch haben, also die freien Zeiten können auf unserer Homepage eingehen. Ihr könnt also regelmäßig hier gerne trainieren. Ja nicht, genau, könnt gerne zum Training und zum Spielen herkommen. Ja. Habt euch auf jeden Fall gut benommen. Alles von daher seid ihr gern gesehene Gäste. Ja. Kommt gut nach Hause und viel Erfolg. Dankeschön, danke. Ciao. Gut einfach, ciao.